Jo Leute, was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mit dem nächsten Rennen in der Formel 2 Saison, heute der Belgien GP in Spa und damit viel Spaß. Das in den Ardennen gelegene Spa richtet nun seit fast einem Jahrhundert Rennen aus und wird sowohl von Fahrern als auch von Fans verehrt. So freuen wir uns auf das nächste Kapitel des Formel-2-Kalenders, während die letzten Vorbereitungen laufen. Spa ist ja normalerweise als schnelle Strecke bekannt, doch bei den heutigen Verhältnissen werden wir unsere Erwartungen eher etwas zurückschrauben müssen. Wir sind hier in den Ardennen, wo uns 9 Rechts- und 10 Linkskurven sowie eine Rundenlänge von 7 Kilometern erwarten. An meiner Seite ein Mann, der so manches verregnete Rennen erlebt hat. Davide Valsecchi. Wie stark werden die heutigen Streckenverhältnisse der Fahrer fordern? Schön hier zu sein, Alex. Selbst bei diesem Wetter. Heute wird es für die Fahrer alles andere als einfach. Wahrscheinlich bleibt viel von dem Regen auf der Strecke. Und die Sichtverhältnisse werden ihnen keine Ruhe lassen. Sie müssen sich unbedingt von den weißen Linien und Curbs fernhalten, da die bei diesen rutschigen Bedingungen besonders gefährlich sein können. Schauen wir uns die Ergebnisse von gestern und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Callum Ilott hat freie Sicht auf Kurve 1, startet von der Pole Position. Und der Regenmeister macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Matsushita, Aitken, Jordan King und Bocconacci, Mazepin, Schumacher, Hubert, Guan Yu Su, Deletra, Giotto, Nick de Vries und Latifi, Alesi, Correa, Sette Camargo, Tatjana Calderon, Marco Nathan und Ralf Boschung komplettiert die Startaufstellung. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Es wird also Zeit, zur Strecke zu schalten. So, und los geht's. Ilott mit einem super Start. Dreck. Ich aber mit einem besseren. Was reicht tatsächlich? Tschüssi. Scheiße, wie soll ich hier durchkommen? Kann ich. Die kann ich definitiv nicht vollnehmen. Uiuiui. Scheiße. Und tschüss, Ilott. Wow. Das hat echt nur kurz gehalten. Na klasse. Sag mal, wie früh bremst du, Alter? Was habe ich hier für ein Setup, Alter? Das fühlt sich ja richtig beschissen an. Was ihr bei der Information auch wissen müsst, ist, dass ich Rennen und Qualifying unabhängig voneinander mit knapp 2 Wochen Pause dazwischen, nicht 2 Wochen, was laber ich, eine Woche Pause in etwa dazwischen waren und ich deshalb nicht mehr wusste, was das für ein Setup ist. Blöderweise war das Qualifying im Trocknen und dadurch, ja, hatte ich dann ein Trocken-Setup über Parc Fermé, weil ich wohl nicht vorher geguckt habe, wie das Rennen stattfindet. Deshalb habe ich jetzt hier einen Trocken-Setup, was natürlich nicht so gut ist im Regen. Also hier in dem kurvigen Sektor kann ich auf jeden Fall schneller als Ilott, das merke ich, aber erstmal vorbeikommen. Also ich weiß nicht, was das für ein Setup ist, aber das ist ganz, ganz schlecht im Regen. Alter Matsushita, das ist doch nicht dein Ernst. Junge, was zum Fick ist gerade mit dem Auto los? Ich habe so viel Untersteuern. Untersteuern gefolgt von Übersteuern. Natürlich kann ich das, aber... Hier, dein Ernst? Hier! Ja, recht so. Würde ich auch zurückziehen, wenn ich du wäre, Alter. Digga, was ist das für ein Setup?
Das Regen war doch, das Qualifying war doch auch im Regen. Sagt, ich verteidige gegen dich. Warum gibt es da eine gelbe Flagge? Da hinten ist irgendwas passiert. Warum hat denn der gerade eigentlich zurückgezogen? Da war mehr als genug Platz auf der äußeren Bahn noch. King? Musik immer noch ausgeschaltet. Wieso ist Latifi Fahrer des Tages? Das ist jetzt schon zweimal passiert, das ist einfach nur lächerlich. Der hat nichts geleistet. Der hat nichts geleistet, Junge, der ist nicht an mir vorbeigekommen. Und ich fahre mit einem fucking Trocken-Setup. Boah, Alter, kann diese Cutscene bitte endlich vorbei sein? Ohne Musik ist das ultra nervig. Was? Oh, geil! Ich bin Fahrerweltmeister, das ist ja toll. Alles andere als einfach? Naja, das kann ich jetzt nicht so bestätigen, aber... Ja, das ist schön. What the fuck, was war denn das gerade? Du bist Weltmeister! Oh, thank you, boy! Unbelievable! Thank you, I love you. I need a moment. You are the world champion!
the world champion. Well done. Enjoy it. You are the man. Die Musik immer noch nicht angemacht. Verdammt. Was, Ralf Boschung, Fahrer des Tages? Holy moly.
Preise damit, was er gewinnt, und ist trotz Fahrer des Tages. Schwierige Entscheidung. Warum wird der Louis ausgesprochen, Alter? Der ist Louis. Er hat einfach ein Talent dafür, das Beste aus dem Reifen rauszuholen. Das hat er heute gezeigt. Ralf Boschung von 16 auf 9. Und dafür kriegt er. Digga, der kriegt ja nicht mal Punkte. Warum zum Fick ist er Fahrer des Tages? Bis zum nächsten Mal.